Hallöchen zusammen und ein herzliches Willkommen zurück hier zu Icarus. Jawoll. Okay, fangen wir an mit den ersten Kommentaren hier. Und zwar, Stefan schreibt, schöne Folge. Ja, Steinefarm, damit du weiterbauen kannst. Also dann weiter geht's. Ja, die muss ich definitiv noch farmen. Dann haben wir noch einen von Deadpool. Hallo Strider. Salzwasserfische fallen ausliegend in den Gebieten Richtung E4 nach J3. Rechts unten halt der Tümpel. Bitte, bitte, bau doch das Obsidian mal ab mit dem eisernen Vorschlaghammer in der Höhle E4 rein. Jo, also Obsidian werde ich abbauen, wenn ich es dann wirklich für nötig halte. Aber ich werde jetzt nicht extra hinlaufen, aber es kommt noch früh genug, ne? So, was machen wir heute? Ganz einfach, bevor ich jetzt anfange, hier großartig zu bauen, möchte ich erstmal diese Mission hier erledigt bekommen. Weil mein Inventar dadurch natürlich ziemlich gefüllt ist. Und jetzt muss ich mal gucken, was mir eigentlich noch fehlt. Ich habe nochmal ein paar Salzwasserfische geangelt, nochmal platziert. Und muss ich nochmal schnell gucken. Da haben wir, genau, was brauchte ich noch? Also warte mal, ich habe den Wein, Bärenkonfitüre, den Obstsalat. Salzwasserfischfilet, Sashimi habe ich jetzt auch, genau. Krümeliges Salzwasserfilet. Das ist hier diese panierte. Da brauche ich 20 Brotteig und Tierfett. 20 mal Brotteig. Warte mal, dann machen wir hier nochmal 9 Stück. Genau. Dann haben wir das nämlich auch. Was brauche ich dafür noch? Und 20 Tierfett. Warte mal, Tierfett war da hinten. 20 Tierfett. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen neues Tierfett gleich. Und ich muss euch noch was gestehen. Ich habe schon unterwegs, als ich die Salzwasserfische geholt hatte, einen neuen Bendy bekommen. Da steht er auch, ne? Da ist er. Der braucht jetzt noch einen Sattel. Und dann ist perfekt. Sieht auch geil aus. Also, es ist erst wieder da. Es ist gar nichts passiert. Ne? Es ist gar nichts passiert. Oh, guck mal hier. Wie kaputt das Ding ist. Naja, gut. Das ist wurscht. Okay. Mein Brotteig mal mitnehmen. Und dann wollen wir, genau, 20 Stück. Dann habe ich das nämlich auch. Also dann habe ich ja das erste oben abgehakt. Die habe ich, die Zutaten. Da unten habe ich das Bier. Die Sojabohneneintopf habe ich. Die Fischpastete. Ja, habe ich auch. Und das Filet Curry habe ich auch. Das heißt, ich brauche noch 30 Brotteige für ihn. Wie sieht's aus? Ich brauche da halt ziemlich viel Mehl. Na, dann machen wir mal hier nochmal Mehl. Brauche nochmal 30 Brotteige. Okay, 20 ist da hinten schon wieder zufälligerweise mein Weizen. Nein, das nicht. Aber das können wir jetzt mal entfernen. Weil ich dann nämlich eher so das Zeug mache, was ich wirklich brauche. Ja, das entfernen wir auch mal. So, die Karotten. Die Karotten haben wir gemacht. So, der ist ja voll im Gange. Genau, hier haben wir die Karotten drin für die eingelegten Karotten. Mhm. So. Und also, ja gut. Warte mal. Da kommt ein Babymoor. Also ein, ja, macht sie gemütlich. Komm rein, fühl dich wohl, fühl dich wie zu Hause. Ach so, ja, die Werkbank, die Fischerwerkbank, die wollte ich hier wieder hinstellen. So, weil die hatte ich nämlich mitgenommen. Okay, Brot. Oh, das läuft gar nicht mehr. Ah, ja klar, wenn es Sprit, 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 Sprit. Okay. Dann hauen wir da nochmal kurz Sprit rein.
So, das haben wir schon. Okay, der macht jetzt gerade nicht weiter. Dann machen wir halt nochmal 9 Stück. So. Jetzt passt aber. Genau. Also dann haben wir das. Das nehmen wir dahin. Packen wir, glaube ich, schon mal die Rampen ein. Hatte ich noch Rampen? Steinrampen hätte ich ganz gerne, ne? Ja. Ja, da sind noch Nägel, die da fehlen. Warte mal, habe ich zufällig noch Nägel? Ja, habe ich. Weil bevor ich mit ihm auf die Reise mache, nehme ich diesmal Rampen mit. 27. Dann nehmen wir mal 15, nehmen wir mal mit. Machen wir mal so. Okay. Gut, dann packe ich die Nägel noch mal kurz hier rüber. Zack. Und da mal diese Rampen da kurz hin. Steinrampen sind mir etwas lieber. So, das ist am Kochen. Ein Wildschwein. Du kleine Drecksocke, du. Okay. Panierte Fisch ist auch da. Jetzt brauchen wir nur noch die 30 Brotteige, ne? Und dann haben wir das doch tatsächlich geschafft. Wie viel haben wir hier? 9 Stück können wir schon machen. Ja gut, das mache ich dann, wenn ich so weit bin, ne? Also 30 mal haben wir. Jetzt müssen wir da nochmal auffüllen. Genau, füll du dich mal auf. Und ich gucke dann jetzt mal. Ich habe keine Ahnung. Ich sollte ja auch nochmal Pfeile machen, ne? Aber ich habe schon wieder das ganze Eisenerz verballert. Das ist schon wieder wunderbar. Mann, das mache ich immer richtig gut. Egal. Das passt. Jetzt gucken wir nochmal. Also eine Karotte pflanze ich an. Dann haben wir hier den Shepherd's Pie. Ja, eine Kartoffel, eine Tomate. Eine Kartoffel, eine Tomate. Ja. Guck mal, das wird ausreichen. Hier eine Tomate. Eine Kartoffel. Gut. Gebäck. Warte mal, Gebäck. Ist ja hier. Also Weizen. Ja, also Weizen brauche ich schon, ne? Hm. Wobei das da auch 1-1 ist. Das heißt, Weizen brauche ich nicht. Auch nicht so viel eigentlich. So. Ja, dann hätte ich das rohe Fleisch, habe ich eh, dann nennen wir nur hin und wieder. Wassermelone, Erdbeere, Brotteig. Ja, Brotteig ist auch Weizen. So, warte mal. Erdbeere. Wassermelone. Also das ist das, was ich anpflanze, aber da brauche ich jedes Mal nur eins. Also zum Beispiel hier eine Karotte, eine Tomate, eine Wassermelone, eine Erdbeere, das reicht doch alles aus. Eine Kartoffel, Hefe. Wie war das mit Hefe? Warte mal, wenn ich das Gebäck brauche, brauche ich ja auch Hefe, ne? Ne, Tierfett brauche ich dafür. Hierfür, für den Brotteig. Da brauche ich dann halt Hefe. Aber auch nicht viel. Auch nicht viel. So. Ja, machen wir es so. Das brauche ich nochmal. Und dann nehmen wir nochmal die Hefe. Wo bist du? Da ist die Hefe. Ja, dann mache ich hier vorne einmal Hefe. Das reicht auch vollkommen aus. Das entferne ich mal so. Genau, dann das weg. Machen wir hier nochmal den Weizen frisch.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Hey! Du weißt schon, dass es mein Zaun war? Du dicker Dumm. Du dicker Hund. Ja, ja. Ich werde aber noch dieses Teil aufbauen. Oh, Wildschwein. Womit dann... Ah, sag schnell. Womit dann... Tja. Mhm. Ich komme gleich drauf. Einen Moment, ich komme gleich drauf. Nee, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Keine Chance, okay. Nee, doch, dieses Teil bauen, womit dann die Tiere einfach von weiter Ferne wegbleiben, ne? Diese Vogelscheuche. Ich sage erstmal Vogelscheuche dazu. So, und dann hier Brotteich. 30 Stück, ne? Ja, da brauche ich noch mal ein bisschen Mehl. Aber dann hätte ich das hier so gut wie erledigt, ne? Guck mal, 13 haben wir schon. Was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein Wildschwein. Mensch! Ist aber ganz schön was los hier. Und ich werde mir ein Palisaden bauen. Brauche ich nicht. Und ich werde mir Palisaden bauen. Definitiv, ja. Aber ich mache jetzt erstmal diese Quest hier fertig. Damit ich einfach auch mal wieder ein bisschen ja, Luft habe. Jetzt muss ich aber halt tatsächlich auf das Weizen warten, wegen dem Brotteich. Das ist aber echt mies. Aber mir würde sonst alles kaputt gehen hier drin. Eine Pökelstation habe ich halt noch nicht, ne? Dann müsste ich auch Salz farmen gehen. Aber definitiv wird die Pökelstation noch gemacht. Gucken wir doch mal hier rein. Wo mache ich denn die Pökelstation eigentlich? Da. Stein, Holz, Kohle. Stein, Holz, Kohle. Stein, Holz, Kohle. Machen wir die Pökelstation einfach schon mal. Und dann müssen wir halt ordentlich farmen gehen, ne? So, Pökelstation ist fertig. Die baller ich jetzt auch erstmal hier rein. Muss ich natürlich auch erstmal ja, Salz für besorgen, ne? Muss ich halt Salz besorgen. Aber das ist kein Problem. Das kriegen wir dann schon hin. Also, machen wir erstmal daraus Fleisch. Muss ich mal kurz gucken. Selbst die getrockneten Tomaten, die halten schon ewig. Das ist Wahnsinn. Das hier brauche ich sowieso alles dann für die Verteidigung und für andere Sachen dann halt noch, ne? Machen wir daraus gleich Tierfett. Ja, wir können ja schon mal ein bisschen hier und da mal ein bisschen planen. Ach so, ich habe ja noch, warte mal, ein Level-Up noch gehabt. Ich habe noch einen Talentpunkt. Genau, Talentpunkt wollte ich noch verteilen. Ich war da bei Abenteuer. Dann hier leichtes Gepäck, genau. Technikbaum. Ich glaube, palisanentechnisch war es nur hier, ne? Die hölzerne Befestigung. Guck mal, ob da irgendwas Neues schon dazugekommen ist. Ja, ich muss noch Kupferdraht. Ich muss hier noch verdammt viel machen, ne? Die Umbaubank. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Ein Tiefbaubohrer. Ja, da wäre nicht schlecht, aber passt noch. Reparaturwerkbank. Ja, das ist. Genau. Naja, hier. Lehmziegel. Oder Scoria. Das sieht alles sehr gut aus. Muss ich auch noch gucken. Aber egal. Jetzt mache ich erstmal die hölzerne Befestigung. Die Spikes dazu. Die Palisade Wall. Achso, nee, warte mal. Das war das eigentlich. Genau, das kommt ja an die Wand. Und das oben drauf zu laufen. Das mache ich mal. Dekorationsbank brauche ich auch. Aber das brauche ich dann später. Eine Wandfackel gibt es jetzt nicht. Da komme ich bald in das Elektrische rein. Ach ja. Okay. Ja. Ja, Stufe 30 bin ich auch bald. Dann geht es hier schon weiter. Obwohl ich hier noch gar nicht wirklich alles habe. Ja, Basisbausatz für Glasgebäude. Die Wasserpumpe kommt erst hier, ne? In Rang 4. Ich glaube, ich kriege gleich wieder Besuch. Die Gießerei. Ja, da bin ich gespannt, ne? Wie groß die dann wirklich ist. Wo war die Wasserpumpe nochmal? Die war weiter hinter, ne? Verbesserte Umbaubank. Chemiebank. Wasserleitung, Wasser. Ah, Wasserleitung, Wasserpumpe. Ja, ja, das geht denn hier hinten erst los. Mhm. Aber ist auch cool. Gut. Essen wir gleich mal. Guck mal, da könnte ich schon ja bald neue Sachen holen. Aber schon schön, ne? Also es gefällt mir. Das kann ich mal kurz auffüllen wieder. Shepherd's Pie und das andere Zeug habe ich jetzt nicht. Brotteig 13, jawohl. So, wie sieht's aus? Noch nicht wieder da. Noch nicht wieder da. Jetzt lass mich mal gucken. Und zwar hier an der Werkbank. Das hier, da brauche ich halt viele Eisenbarren. Das ist das Tor. Palisaden, Eisennägel und Holz. Warte mal, ich packe mal das Schwefel kurz raus. Gib mir mal kurz Holz, weil ich brauche demnächst eine neue Fackel. Nicht Holz. Stock und Fasern war das. Stock und Fasern. Stöcker. Und Fasern. Können wir mal schon mal eine neue herstellen. Ah, guck mal, hier habe ich das Schwefel mal reingepackt. Mal packe ich mal hier rein. So. Das nochmal verarbeiten. Das da rein. Machen wir hier mal ein bisschen Platz. Das mal, ja, mal wegschmeißen einfach. So, fertig. Kein Bock mehr drauf. Lagerfeuer zerstören. Naja, so viele Lagerfeuer brauche ich doch gar nicht hier. So, Seile nochmal herstellen. Dann haben wir das da. So, und jetzt brauchen wir tatsächlich Holz, Eisennägel, Seile. Davon werde ich einiges gebrauchen. Ah, hier. Warte mal, die Rang 3 Vogelscheuche. Wo bist du? Gibt es überhaupt eine Rang 3 Vogelscheuche? Ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken. Hallo? Nee, ich glaube Rang 2. Warte mal, wo bist du denn jetzt nochmal? Da ist die Kreaturenabschreckung. Das ist aber die kleinere, ne? Ja, das ist die kleinere. Dann muss doch bei Rang 3... Warte, dann bin ich dran vorbeigelaufen. Kreaturenabschreckung. Verbesserte Textilienbank. Macht das Packgeschirr für den Büffel. Ähm,
Hä? Wo bist denn du? Es gab doch 3 Stück. 2, Rang 2, 3 und 4, ne? Ich glaube, ich laufe da immer dran vorbei. Warte mal, gehen wir mal hier nach vorne. Ich glaube, ich bin gerade blind auf den Augen, aber es macht überhaupt nichts. Da, da ist offenbar die elektrische Kreaturenabschreckung. Okay. Ah, hier ist sie doch. Da, die verbesserte Kreaturenabschreckung. Alles klar, mit den Platinen. Ah ja, genau, mit den Platinen. Die Platinen brauche ich dann tatsächlich ja denn hier langsam mal Kupferdraht und alles Mögliche, ne? Arbeiten wir drauf hinaus. So, mein Weizen. Bist du gewachsen? Jawohl, da ist doch mein Weizen gewachsen. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal hier diese Mission fertig. Und dann kann ich auch entsprechend basteln und bauen. Die sind schon fertig. Okay, dann machen wir mal geschwind Mehl draus. 23 Mehl. Hm. 23 Mehl. Da werde ich aber noch nicht auf meine Summe kommen. Noch nicht ganz. 38 Sekunden. Na, wir schauen einfach mal, ne? Weil dann kann ich das ganze Zeug nämlich abgeben. In einem Schwung laufen wir darüber und darüber. Und dann ist diese Mission nämlich beendet, glaube ich. Also zumindest ist mein Inventar wieder leer, ne? Und dann können wir uns nämlich darum kümmern, dass wir da ein bisschen was machen. Ich mache nochmal ein paar Nägel. Machen wir mal aus 30 Barren nochmal Nägel. Genau, machen wir es so. Und Holz. Jede Menge Holz. Gehe ich kurz Holz sammeln? Ich habe ein bisschen Platz, habe ich. Ja, komm. Gehen wir Holz sammeln ein bisschen. Brauche auch nochmal wieder einen Sattel, ne? Komm, dann gehen wir da rüber. Holen wir uns da mal Holz. Und dann geht es nämlich auch langsam los, dieses Dörfchen Stück für Stück dann aufzubauen. Ich werde auch gucken, dass ich dann hier und da baue ich ein bisschen. Und dann wird wieder eine Mission gemacht. Aber die Missionen halten manchmal schon auf. Aber das schauen wir. Vorsichtig. Aber mit jedem Fortschritt, den ich tätige, komme ich weiter vorwärts. Ich finde es halt schade, dass die Bäume immer noch nicht nachwachsen. Ne? Das ist halt sehr, sehr schade. Bin mal gespannt, ob das irgendwann jemals reinkommen wird. Bis jetzt hört man davon ja gar nichts, ne? Ich glaube, das wird immer eine Ressource sein, die irgendwann leer gehen wird. Oh, ich bin voll. Ja, okay, zurückbringen. Aber ich glaube, ich bin guter Hoffnung. Ich bin guter Dinge, dass wir der nächste Folge ja, Bendy, du kriegst auch noch einen ordentlichen Stall hier, mein Freund. Definitiv. Geplant ist auf jeden Fall eine Schmiede und einen Stall, einen vernünftigen und natürlich ein vernünftiges Wohnhaus. Und wenn ihr noch Vorschläge habt, dann her damit. Ich bin für jeden Vorschlag offen, ob da gebaut wird oder nicht. Das weiß ich nicht. Ja, ich bräuchte eine Torbefestigung, also so ein Tor. Gib mir mal einen Eisenbarren. Eigentlich 2.
weil ich von zwei Seiten zumachen werde oder von drei Seiten sogar. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zwei erstmal. Dann haben wir hier die Palisaden. 11 Stück. 11 Stück, ja, da brauche ich einige. Brauche aber auch Fundamente, ne? Also, lasst euch nicht beirren. Ich brauche auch Fundamente. Weil ich bin der Meinung, dass wir auch auf Fundamenten das Teil jetzt bauen können. So, 4 Stück gerade mal. Okay, ob es nächste Folge wirklich schon so weit ist. Oh, das bezweifle ich doch tatsächlich. Die Hefe ist noch gar nicht da. Naja, egal. Ich habe noch so viel Hefe. Okay. Also, wir machen denn hier mein Obstmuffin. 9 Stück. Ja, machen wir 9. Ah, dafür brauche ich immer Brotteig. Verdammt. Ah. Besuch, wir haben Besuch. Mörderkreaturen kommen. Hilfe. Geh heim, du Sau. Ja, wenn man die Tür auch offen lässt, warum auch nicht? Ich habe keinen Platz mehr. Ja, natürlich habe ich keinen Platz mehr. Okay, warte mal. Ich mach einmal hier. Ich kann gerade nicht. Ich muss erstmal. Warte. So. Das Fell schmeiße ich weg. Ah, ja, naja, dafür brauche ich Brotteig. Nee, das kriegst du jetzt nicht, mein Freund. Für das Gebäck brauche ich auch Brotteig. Nein. 17, das heißt, wir brauchen noch 13 Stück. Wir brauchen noch 13 Stück. Okay. Wie viele Fundamente habe ich denn? Ich muss mal gucken. Das muss ich dann mal austesten, ne? Wie das denn soweit ist. Gib mir mal kurz das rüber. Wir müssen natürlich auch viel, viel Erze farmen, ne? Maximum 2 Stück. Ach, wegen Holz. Pff. Alles klar. Gehen wir halt nochmal Holz holen. Pfff. Es wird wieder einfacher, wenn ich wieder mein Lager, mein Inventar befreit habe, ne? Aber ich will das jetzt nicht rauspacken, weil das dann alles schlecht wird. Und das ist dann, nein, will ich nicht. Da wollte der mich erschlagen. Dann kann ich auch wieder ein bisschen größer fahren. Ne? Und nicht nur so, oh ja, die paar Dinger hier. Ach komm, ein Bäumchen noch. Oha, ja, das war doch gut. Das war doch gut. Warte mal, aber dann lieber das rausschmeißen. Dann lieber das mitnehmen. Na, voll. Okay. Jo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Was läufst du hier rum? Da noch mal rein. Drei. Okay, wegen den Seilen. Au, wegen den Seilen. Oho.
Oh ja, das wird ziemlich riesig hier, ne? Das wird ziemlich riesig. Wow. Ja. Machen wir noch mal Baumharz. Oh mein Gott. Gib mir mal das Zeug daher. Ich werde mal das da kurz da reinpacken. Das Schwefel. Ach so, nur der kleine. Okay, das da, das da. Ja, okay, Seile. Ich muss Seile beschaffen. Ja, beschaffen wir nochmal Seile. Da draußen einfach ein bisschen fahren, sammeln, gehen. Ganz viel Karotten von meiner Hütte, von meiner Hütte. Ne, das sind alles Stöcker. Dann lassen wir hier nochmal Seile durchlaufen lassen, ne? Okay, gut, das war's aber für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.